Ich backe und koche heute ein paar Sakura-Leckereien, denn bei mir ist gerade noch Hanami-Saison. Ich weiß nicht, ob es das noch sein wird, wenn das Video online geht, deswegen sage ich das an der Stelle mal dazu. Ich habe mir jetzt vor kurzem ein paar spezielle Zutaten, also Sakura-Zutaten aus Japan bestellt. Und ich dachte, wir können nebenbei einfach mal ein bisschen quatschen, wo bekomme ich so meine Zutaten her und wie suche ich mir Rezepte aus und vor allen Dingen, warum wird es hier auf meinem YouTube und auch auf Instagram und sonst wo von mir wahrscheinlich nie wirklich richtige, komplette Rezepte geben. Oh nein! Ich muss das hier kaputt machen. Ja, fangen wir mal an mit dem Thema japanische Zutaten kaufen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel so eingelegte Kirschblüten oder auch so einen Kirschblütensirup mir gekauft. Das sind jetzt natürlich alles sehr spezielle Sachen. Also ich habe auch noch Kirschblütenanko und Kirschblütenmarmelade und Kirschblätter, also diese salzeingelegten Blätter gekauft. Und das sind alles sehr spezielle Sachen, die man nicht unbedingt in jedem Asiamarkt findet. Und deswegen hat man manchmal nicht unbedingt eine andere Möglichkeit, als auf Online-Shops zurückzugreifen. Natürlich kann man einiges an japanischen Zutaten mittlerweile auf Amazon kaufen. Das will ich jetzt auch gar nicht abstreiten, dass ich das nicht auch schon getan habe. Aber wenn man ein bisschen langfristiger plant und auch ein bisschen mehr Zutaten braucht, dann lohnt es sich schon mal bei einem spezifischen japanischen Online-Shop zu bestellen, beziehungsweise bei einem Online-Shop, der japanische Lebensmittel und japanische Sachen generell anbietet, ja, dort was zu bestellen. Und da habe ich in letzter Zeit zwei ausprobiert, die ich sehr gut fand, und deswegen möchte ich euch da heute mal ein bisschen mehr zu erzählen. Der erste Online-Shop, den ich empfehlen möchte, das ist Nanoko. Und das werden vielleicht einige kennen, da das ein deutsch ansässiges Unternehmen ist, was den Hauptsitz, glaube ich, in Düsseldorf hat. Dort kann man verschiedene japanische Lebensmittel bestellen. Neben ganz vielen Süßigkeiten haben sie aber auch eine große Auswahl an eben typischen Kochzutaten und ich glaube auch einige Utensilien, wenn ich mich nicht irre. Bei Nanoko finde ich gut, dass sie relativ schnell liefern. Also da kann man auch mal spontan was bestellen. Da habe ich, glaube ich, eine Lieferzeit von 2 oder 3 Tagen gehabt, als ich da jetzt was bestellt hatte zuletzt. Und deren Sortiment ist sehr gut, ein sehr gutes Standardsortiment. Es ist ein bisschen irreführend manchmal auf der Webseite, dass es ein paar Sachen gibt, die dort aufgelistet sind, die es aber gerade nicht zu kaufen gibt. Das fände ich irgendwie ein bisschen schöner von der, ja, Kauferfahrung, wenn die dann einfach nicht aufgelistet wären, weil man dann immer weiß, was man gerade nicht so bekommt. Deswegen klare Empfehlung für Nanoko, und alle Shops, die ich so empfehle und alles andere, was ich heute erwähne, ist wie gewohnt in der Beschreibung verlinkt. So, jetzt muss ich mich mal hier auf meinen Pudding konzentrieren. So viel Plastik. Die zweite Shop-Empfehlung, die ich machen möchte, ist anythingfromjapan.com. Und das ist der Shop, wo ich eben diese ganzen Sakura-Zutaten bestellt habe. Bei Nanoko ist es so, dass es, wie gesagt, ein echt gutes Sortiment gibt. Allerdings, finde ich, gibt es da halt nicht so ganz spezielle Sachen. Und wenn man dann doch mal ein bisschen extravaganter sein will, dann findet man bei Anything from Japan wirklich alles, was man braucht. Eben auch sehr saisonale Sachen. Anything from Japan ist ein Unternehmen, das aus Japan direkt verschickt. Da muss man dann dazu wissen, dass das bedeutet längerer Versand und potenziell Zollgebühren können passieren. Ich hatte jetzt Glück, dass ich zwar relativ viel bezahlt habe, aber zum Glück scheinbar noch nicht über die Zollgrenze kam und daher zollfrei war. Man kann bei Anything from Japan auch verschiedene Versandarten wählen. Und ich habe jetzt einfach den günstigsten Versand ausgewählt, der war komplett ohne Tracking. Und es war angegeben, dass der circa 2 Wochen dauert. Bei mir war es jetzt allerdings ein bisschen schneller und ich glaube, er war 2 Tage vorher da. Also reden und kochen gleichzeitig ist schwieriger, als ich dachte. Bevor wir zu den Rezepten kommen, noch die Frage: Was sind eure liebsten Online-Shops, bei denen ihr japanische Lebensmittel bestellt, die man vielleicht nicht im Asiamarkt kaufen kann? Als nächstes würde ich so ein bisschen über Rezepte reden und wo man und wie man gute japanische Rezepte bekommt, die recht authentisch sind. Mittlerweile ist es so, dass es im Internet halt echt
viele Rezepte gibt und echt viele japanische Rezepte und es für mich echt schwer ist, dadurch zu blicken, was sind wirklich gute, authentische Rezepte. Deswegen habe ich so ein bisschen, so ein paar Quellen für mich rausgefunden, wo ich sage, okay, denen vertraue ich im Sinne von, dass die wirklich die Rezepte recherchieren, sich angucken, wie wird das traditionell gemacht und das entsprechend anpassen. Ich finde nämlich, zwischen den ganzen Foodblogs ist es manchmal gar nicht so richtig erkennbar, wer hat wirklich auch den kulturellen Hintergrund, um jetzt dieses Rezept, sag ich mal, zu teilen. Hier wiederholt sich ein bisschen was, was ich ja schon in dem veganen Kochen-Video empfohlen habe, aber ich mache es an der Stelle einfach nochmal, weil das immer noch meine beiden Hauptquellen sind, mehr oder weniger. Und zwar mag ich sehr gerne den YouTube-Kanal Cooking with Dogs. Dort kocht eine Japanerin und generell wird dieser YouTube-Kanal von Japanern geführt. Deswegen ist das für mich eine sehr authentische Quelle. Und meine zweite Empfehlung, die mehr oder weniger aus unserer Japan-Community hier in Deutschland kommt, ist einfach der Blog von Kumo und Micha, thehangrystories.com. Kumo hat einfach so gute Rezepte und bei Kumos Rezepten merkt man, dass sie sich damit beschäftigt und vielleicht auch noch ein paar Tipps gibt, wie kann man es anpassen, dass es trotzdem immer noch authentisch ist, um es irgendwie ein bisschen einfacher zu gestalten, weil man manche Zutaten hier in Deutschland nicht bekommt oder wenn man es vegan machen möchte, hat sie mittlerweile auch einige Tipps mit in ihren Rezepten drin und von daher, ja, Kumos Rezepte sind einfach, kann ich nur empfehlen. Ansonsten gibt es natürlich diverse japanische Kochbücher, auf die man zurückgreifen kann, aber auch da ist es nicht immer so einfach, was zu finden, was alle Bedürfnisse deckt, im Sinne von, man muss die Zutaten halbwegs gut in Deutschland bekommen und es ist trotzdem noch authentisch und in meinem Fall idealerweise noch vegan. Ich habe jetzt vor kurzem dieses Buch hier geschenkt bekommen und ich bin noch nicht so weit, dass ich eine komplette Empfehlung dafür rausgeben würde, weil ich noch nicht so viel davon gekocht habe, aber man merkt, dass sich die beiden, die das Buch geschrieben haben, viele Gedanken gemacht haben. Aber auch neben dem Kochbuch habe ich noch einige andere nicht vegane, sage ich, also nicht explizit vegane japanische Kochbücher. Das ist natürlich auch immer irgendwo eine gute Quelle, weil bei einem Buch kann man sich sicher sein, dass da nicht nur 5 Minuten reingeflossen sind und jemand ein Rezept recycelt hat als Content, sage ich jetzt mal, auf seinem eigenen Blog, Instagram oder was auch immer. Also da gehen wir jetzt schon fast ein bisschen in das Thema über, was ich nachher noch thematisieren werde. Deswegen, meine nächste Empfehlung ist Cookpad. Und zwar ist Cookpad eine japanische Webseite, so ähnlich wie Chefkoch. Ich glaube, das beschreibt es eigentlich direkt ganz gut. Es ist eine Webseite, wo Leute selber Rezepte einstellen können und das Ganze eben auf Japanisch bzw. für Japan. Das bedeutet natürlich, dass man ein bisschen Japanisch können muss, um eben dort die Rezepte zu verstehen. Aber wenn man sich relativ einfache Sachen raussucht, dann kann man da echt viele und halt irgendwie natürlich auch authentische Rezepte finden. Klar wird es auch mal das ein oder andere Rezept geben, wo ein Japaner irgendwas abgewandelt hat, was nicht traditionell ist. Aber es ist auf jeden Fall nichts, wo jemand unwissentlich etwas verwestlicht hat, sage ich mal. Also vor allen Dingen eine nicht-japanische Person in dem Fall, was leider meiner Meinung nach viel zu viel bei Rezepten passiert. Deswegen empfehle ich jedem, der so ein bisschen Next Level gehen möchte, Cookpad. Und man braucht wirklich nicht krasse Japanischkenntnisse, um so ein Rezept zu verstehen. Ich meine, ich habe, glaube ich, in meinem ersten Japanischkurs haben wir damals schon Rezepte selber geschrieben, mehr oder weniger. Also ich glaube wirklich, dass das auch ein guter und einfacher Weg ist, sich ein bisschen mit so Kochvokabeln zu beschäftigen. Ansonsten gibt es noch eine weitere Quelle, die jetzt seit neuestem für mich dazugekommen ist und das ist Japan Digest. Die haben nämlich auch eine Rezepteseite und das sage ich nicht, weil ich für die jetzt Artikel schreibe, sondern weil ich selber diese Seite jetzt vor kurzem erst so richtig entdeckt habe und lieben gelernt habe, weil dort sind auch sehr viele einfache Sachen drin. Und wie auch bei den Online-Shops würde mich hier interessieren, was sind denn so eure liebsten Blogs? Vielleicht kann ich da noch ein bisschen Inspiration draus kriegen und noch ein paar Sachen entdecken, wo es coole japanische Rezepte gibt. Und dann kommen wir schon zum dritten Part dieses Videos und das ist der Grund, warum ich keine Rezeptvideos mache. Also ihr habt vorhin schon so ein bisschen rausgehört, ich bin skeptisch, was so Rezepte im Internet angeht, weil ich immer das Gefühl habe, es ist so ein bisschen, Rezeptrecycling. Also
brauche Mehl, einen Moment. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass Rezepte auf Blogs oder auch in Videos, also da gibt es zwei Arten. Es gibt einmal die, die sind richtig gut gemacht und da merkt man, gerade wenn es jetzt irgendwie einen kulturellen Hintergrund hat, dass die Leute sich super viel Zeit dafür genommen haben, was ausprobiert haben, halt authentische Rezepte recherchiert haben etc. Und dann gibt es die Rezepte, wo man das Gefühl hat, das ist Content Recycling. Ja, was meine ich mit Content Recycling? Also, das kommt mir halt manchmal so vor, als hätten manche Leute einfach nur geguckt, okay, ein Rezept für XY und dann das erstbeste Rezept ausprobiert und dann einfach gesagt, okay, das ist jetzt mein Rezept. Und da verstehe ich wahrscheinlich einfach die Food-Blogger-Szene nicht so, aber ich finde das immer ein bisschen seltsam. Sachen, die man erst einmal gekocht hat oder generell halt Sachen, wo man nicht so wirklich eine bestimmte, ich will nicht sagen Kompetenz beim Kochen, ist halt so eine Sache, ne? Jeder darf im Endeffekt was kochen, also du kannst halt auch zwischen Freunden natürlich die Rezepte weitergeben. Das Problem, was ich dabei sehe, ganz speziell bei Rezepten, die einen gewissen kulturellen Hintergrund haben, ist, dass die irgendwie verloren gehen, diese kulturellen Hintergründe. Bleiben wir mal bei japanischen Rezepten und gehen das Beispiel mal durch. Sagen wir mal, es rezitiert jemand ein japanisches Rezept. Der erste, der findet noch, sagen wir mal, eine japanische authentische Quelle und wandelt es ein bisschen ab und erklärt vielleicht noch die Hintergründe. Das finde ich vollkommen okay. Der nächste findet aber nur noch dieses abgewandelte Rezept, wo die Hintergründe erklärt werden und vielleicht übernimmt er das mit den Hintergründen noch, aber vielleicht geht da auch schon wieder das nächste verloren. Und so geht es immer weiter. Also je öfter ein Rezept im Internet recycelt wird, desto mehr geht irgendwie der kulturelle Hintergrund verloren, habe ich manchmal das Gefühl. Um mal ein Beispiel zu nennen, möchte ich über Hanami Dango reden. Und zwar habe ich das Gefühl, vielleicht ist es auch nur in meiner Blase, aber dass gerade dieses Jahr relativ viele Hanami Dango Rezepte, wie sagt man, explodiert sind. Also das Rezept an sich von vielen irgendwie umgesetzt wurde. Also ganz viele Leute ein Hanami Dango Rezept gepostet haben. Und ich ganz oft in diesen Rezepten Matcha und Erdbeeren gesehen habe. Das wird eine hässliche Kirschblüte. Das Problem an der Stelle ist aber nur, dass weder Matcha noch Erdbeer meiner Erfahrung nach authentische Zutaten für Dango sind. Ich würde behaupten, dass fast alle grünen Dango oder Mochi, die ihr in Japan findet, keine Matcha-Mochi sind. Das ist eigentlich super selten, da Mochi eher was sind, was man eben zum Tee dazu trinkt. Und ja, Tee plus Tee in der Süßigkeit dann ist super untypisch, meiner Erfahrung nach. Ich habe so ein bisschen in das Thema vorhin reingelesen, sagen wir mal ungefähr 2 Stunden lang habe ich mich über Hanami Dango informiert. Meiner Erfahrung nach und was ich auch vorhin gelesen habe, ist, dass die grünen Mochi eigentlich immer Yomogi enthalten. Yomogi ist auf Deutsch, glaube ich, Beifuß. Und die roten Mochi oder Dango enthalten, wenn überhaupt, Sakura Anko oder Sakura Extrakt oder eben generell Anko, das färbt ja auch zu einem gewissen Grad rot. Oder auch bei den Grünen kann das der Fall sein, es ist einfach nur Lebensmittelfarbe. Und das ist gerade bei den ganzen Dango, die man eben irgendwo im Kombini bekommt oder so, viel eher noch der Fall. Das Einzige, was ich zu Matcha mit Mochi gefunden habe, sind sogenannte, Bochan-Dango. Das ist eine Spezialität aus Matsuyama in der Ehime-Präfektur und dort gibt es eine Abwandlung dieser Dango, die auch rot-weiß-grün sind, wo aber in den grünen Matcha drin ist, in den roten aber trotzdem ganz normales Anko drin ist und die gelben sogar Ei oder Eigelb enthalten. Also auch das ist nicht diese Variante mit Erdbeer, dann reines Mochi-Dango-Teig und dann Matcha. Ich will ja gar nicht meckern und will gar nicht sagen, dass man Mochi
oder Dango nicht irgendwie abwandeln kann. Das habe ich auch schon gemacht. Aber ich würde mich niemals hinstellen und sagen, das hier ist ein Mochi oder ein Dango-Rezept und da benutzt ihr irgendwelche Zutaten, die eigentlich überhaupt nicht authentisch sind. Was mich halt stört an diesen Rezepten ist nicht, dass es diese Rezepte gibt. Das ist vollkommen in Ordnung, Dinge abzuwandeln. Was mich aber stört ist, dass ich fast gar kein Rezept gesehen habe, in dem erwähnt wurde, dass das jetzt gerade eine Abwandlung ist. Also, dass das nicht authentische und traditionelle Zutaten sind, sondern dass das abgewandelt wurde, zum Beispiel aus den Gründen, weil Matcha und Erdbeersirup oder was auch immer besser verfügbar sind hier in Deutschland. Das einzige Rezept, wo ich einen Hinweis in der Hinsicht gesehen habe, war in diesem Buch. Und alle anderen Rezepte, die mir untergelaufen sind, was jetzt nicht super, super viele waren, aber einige, haben einfach gar keinen Hinweis darauf enthalten, dass das jetzt eine Abwandlung ist. Und das ist was, was mich stört. Und wie gesagt, ich habe nichts dagegen, dass man Dinge abwandelt. Ich habe selbst in meinem veganen Japanisch-Kochen-Video komische Dinge mit meinen Ramen gemacht, die super unauthentisch sind. Aber ich habe eben dazu gesagt, dass das jetzt eine Abwandlung ist und der Fokus lag auch darauf, dass das ein veganes Rezept ist und dass ich das eben abwandle. Und bei all diesen Hanami-Dango-Rezepten, die ich gesehen habe, wird es halt mit keiner Silbe erwähnt, wie gesagt. Und das ist halt das, was mich stört und das ist halt das, was bei diesem ganzen Content-Recycling passiert, dass eben keiner mehr weiß, dass eigentlich die Farbe der Dango eine Bedeutung hat, die Reihenfolge, wie die Dango auf den Stock aufgespießt sind, auch eine gewisse Bedeutung hat. Das erwähnen manche noch am Rande, aber dass eben Matcha und Erdbeer oder sowas halt einfach gar nicht die originalen traditionellen Zutaten sind, das erwähnt halt keiner mehr und das finde ich ist halt irgendwie schade. Aber da stelle ich wahrscheinlich ganz andere Ansprüche an sowas, als es eben die Leute machen, die diese Rezepte posten. Und das ist halt ein Grund, warum ich eben nicht Rezepte posten wollen würde. Also warum ich keine Videos zu Rezepten machen möchte, keine Rezepte auf Instagram posten möchte oder sowas, weil ich da einfach ganz andere Ansprüche hätte. Und also an mich, ne? Und an die Rezepte. Und dass das mir zu viel Aufwand wäre, um mich da in dieses Game vorzuwagen. Und weil außerdem die Foodblogger-Szene so groß ist und es da so viele Leute gibt, die halt sehr viele Rezepte posten. Ich habe jetzt super viel rumgeraged. Ich hoffe, das war irgendwie alles verständlich, was ich versucht habe zu sagen. Und ich wollte nochmal sagen, ich habe nichts gegen Foodblogs generell und ich habe da echt Respekt vor der Arbeit, die dahinter steht. Ja, das mit den Hanami-Dango-Rezepten hat mich heute einfach irgendwie ein bisschen getriggert. Aber gerade deswegen finde ich es halt wichtig, dass wir uns in der Community halt gegenseitig authentische Rezepte empfehlen. Und deswegen wollte ich auch so ein Stück weit dieses Video hier nochmal machen, um so ein bisschen zu zeigen, wie ich versuche, authentische Rezepte zu finden. Ein weiterer Grund, warum ich auch keine Rezepte machen werde, ist übrigens, dass ich super faul bin manchmal und keine Lust habe, mir die entsprechenden Zutaten zu kaufen oder mir denke, ah, wenn ich noch das und das da habe, probiere ich das einfach damit. Und manchmal sehr skurrile Sachen rauskommen, wie zum Beispiel heute, was ich jetzt noch gar nicht so gezeigt habe, diese eher etwas alternativen Sakura-Mochi und die sind irgendwie falsch herum, weil eigentlich ist bei Sakura-Mochi das hier pink und das innere weiß. Ich hatte aber Sakura anbestellt und ja, das Färben von denen hier hat nicht so richtig funktioniert und ja, super unauthentisch und einfach, ja, das passiert halt einfach bei mir in meiner Küche, wenn ich versuche, Dinge auszuprobieren. So, meine Sakura-Brötchen sind jetzt im Ofen. Auf mich wartet da noch so ein bisschen Abwasch und ich wollte mich aber an der Stelle jetzt in dem Video beenden und mich verabschieden. Ich hoffe, ihr fandet diese Art von Video interessant, wo ich einfach mal über meine Empfehlungen rede und vielleicht auch so ein bisschen über meine Meinung zu bestimmten Themen. Wenn ihr das cool fandet, lasst es mich wissen. Feedback ist immer gern gewünscht, weil dann kann ich auch Content machen, den ihr cool findet. Und dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in meinem nächsten Video.